Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen, Slammer, Babydrache, Queen Charge. Rathaus 10, mal eine ganz, also für mich eine ganz andere Angriffsstrategie. Ich habe es noch nicht selber praktiziert, muss ich leider dazu sagen. Dazu musste ich jetzt mal wieder andere nötigen hier, beziehungsweise die haben uns so ein bisschen genötigt. Und es geht nochmal um den Clan, den ich die Tage schon mal im Video hatte. Es geht nämlich um den Clan Plem Plem. Was mir hier passiert ist, ist wirklich, wirklich sehenswert, muss ich sagen. Und ganz, ganz nett, ganz, ganz lieb. Das sind nämlich alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen in dem Clan. Kann ich nicht anders sagen. Das ihr Witzige ist, dass wir, nachdem ihr das Video gesehen habt vom Best Clasher gegen Plem Plem, haben wir Plem Plem hier als Gegner gehabt. Und da habe ich schon gesagt, Leute, da müssen wir uns richtig warm anziehen. Aber wir gucken mal rein. Ich zeige euch meine Angriffsstrategie genau mit diesen Truppen, die ich jetzt so noch nicht kannte. Vielleicht gucke ich auch ein bisschen zu wenig YouTube oder probiere einfach ein bisschen zu wenig rum. Aber ich will das Ganze auch mit euch dann live machen. Aber ich denke mal, wir checken erstmal, was oder wie diese Strategie überhaupt geht. Und das zeigt uns hier der Hutz vom Clan Plem Plem gegen den Baba King aus unserem Community-Clan mit dieser Kombi. Ich denke mal, das ist eine Kombination. Da gibt es so kleinere Voraussetzungen, will ich mal sagen. Also Babydrache, ja, auf 4 ist natürlich Max-Level hier für einen Rathaus 10er. Und ich denke mal, hohe Helden sind auch nicht schlecht. Also ich meine, ihr könnt diese Strategie, ich werde das auch machen, gerne mal ausprobieren. Aber ich fand es wirklich nice. Ich war so ein bisschen angeflasht, muss ich sagen. Denn die haben das nicht nur einmal gemacht. Nein, die haben das vielleicht mehrmals gemacht. Auf verschiedene Art und Weise, je nachdem. Aber natürlich immer mit einem Queen Charge in die Base rein hier Richtung Luftabwehr und Richtung Inferno und Richtung Queen. Ja, das sind so ein bisschen so die Voraussetzungen, die dafür geschaffen werden mussten. Hier wird jetzt gefunnelt mit dem King, sodass die Queen nicht noch weiter Richtung Rathaus läuft. Da geht es jetzt rein in den Sprung. Wunderbar, gut gesetzt hier. Gift kommt jetzt rein. Auch der sitzt super gut. Die Hexe läuft auf jeden Fall noch mit rein. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass die Hexe da mit drin ist und nicht nur die Skelette. Jetzt gibt es noch Inferno-Beschuss, aber vom Single Inferno, denke ich mal, Vielziger Queen. Da kannst du schon ein bisschen was mitmachen. Und ja, gucken wir mal weiter. Gegnerische Queen ist jetzt dran. Jetzt kommt noch ein Coconut-Lohn, weil die Queen hüpft jetzt sicherlich gleich noch mal ein Compartment weiter. Da ist sie. Und um hier jetzt noch den Inferno wegzumachen, um noch eine Luftabwehr zu schaffen, richtig krass. So ein bisschen muss man natürlich die Zeit im Auge behalten, keine Frage. Jetzt geht es hier weiter mit dem Slammer. Der Slammer fliegt erstmal auf gegnerische Einheiten und macht natürlich auch noch mal so ein paar Mauer-Compartments zusätzlich auf. Hier geht er jetzt schon auf und dann geht das hier jetzt rundherum. Ihr seht das jetzt schon, werden hier jetzt die Babydrachen gesetzt. Das fand ich sehr, sehr nett. Habe ich, wie gesagt, in der Form noch nicht gesehen. Seht es mir nach, Leute. Und ich selber hätte es euch gerne natürlich auch bei mir gezeigt, aber ich mache gleich auch einen Angriff damit. Und aber wir gucken uns noch einen zweiten an, der dann ganz, ganz ähnlich war. Aber ich fand das hier echt gut mit den Babydrachen dann rundum gesetzt, denn hier gibt es jetzt nicht mehr so den super Schaden. Auch wenn die manchmal zusammenfliegen. Ihr seht das hier gerade unten am Tesla, sind die jetzt zusammen, dann haben die nicht mehr ihre Fähigkeit. Also, dass sie, ich nenne es immer Aggro sind, dass sie Aggro sind. Und das macht es aber nichts. Da macht es dann so ein bisschen die Masse, muss man sagen. Und 14 Babydrachen waren es jetzt, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe unten. Und das ist richtig stark. Ihr seht das, wie viele Truppen hier jetzt noch über sind. Also Hut ab, Leute, vor dieser Taktik, muss ich sagen. Und ich war wirklich so ein bisschen geflasht, wie cool das klappt. Und da muss man natürlich auch ein bisschen die Ruhe bewahren. 4 Wutzauber, 1 Sprungzauber, 1 Eilzauber, Slammer dabei. Und dann noch zum Auffüllen ein Bowler, der kann irgendwo so ein bisschen bouncen. Und 2 Magier, die dann sicherlich auch mal hier und da helfen, um einen Funnel zu bilden, sodass die Queen auch wirklich reingeht. Also gar nicht mal schlecht. Na, fand ich schon sehr, sehr gut. Wir gucken uns mal noch einen zweiten an. Und der ging hier auf unseren Hashtag. Ja, der Hashtag ist jetzt leider weg. Er hat sich kurz vor der CWL verabschiedet. Und während ihr den Angriff seht, also ihr seht hier die gleiche Strategie, nur so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, so ein ganz kleines bisschen abgewandelt, nämlich mit 2 Valkyren. 6 Loons hatten wir, glaube ich, aber eben auch dabei. Also hier wurde dann jetzt mal auf den Bowler verzichtet und ich glaube, da war jetzt ein Loon oder ein Magier weniger. Aber seht selber, wie das Ganze hier funktionieren kann. Auch hier wird jetzt über die Ecke gefunnelt. Erstmal King wegmachen hier und der gegnerische King, also aus unserer Sicht der gegnerische King.
macht jetzt schon mal hier unten die Kanone. Hier kommt jetzt der Wut das erste Mal für die Queen. Die Queen ist jetzt schon gezündet, weil der King ja doch ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Sprungzauber hier jetzt und die Babydrachen jetzt schon so ein bisschen eher mal im Einsatz. Ich mache euch das mal so ein bisschen, ich mache es euch nicht größer, sondern so sieht ihr die Gesamtheit der Base. Und auch hier wieder der Giftzauber absolut perfekt. Die Hexen da schön mit drin, da waren jetzt zwei Hexen drin, sodass die in jedem Fall keine Skelette mehr machen. Und jetzt seht ihr das hier unten schon. Es geht hier auch hier mit dem Felsenwerfer, also mit dem Slammer, weiter in die Base rein, unterstützt mit Babydrachen. Ein paar Loons dazu. Queen geht immer noch ganz brav ihren Weg durch die Mitte. Jetzt kommen hier von vielen Seiten noch die Babydrachen weiterhin hinzu. Da, wo halt keine Luftabwehr mehr ist, kein Inferno mehr ist und die Babydrachen nur so eine Defense vor sich haben oder zwei maximal, aber cool gemacht. Hinten jetzt die Tesla-Farm am Rathaus, aber ich denke mal, auch das ist kein Thema. Der Slammer ist immer noch da. Der ist wirklich, wirklich stark und jetzt geht es hier zwar gegen den Feger, aber er hat noch einen Eilzauber und einen Wutzauber. Mal sehen, wann, wie, wo, was genommen wird. Da nimmt er den Eilzauber und nicht den Wutzauber für die Loons, sondern ich denke mal, ich glaube doch, der Wutzauber geht nochmal auf die Loons oder auf die Queen. Die macht da jetzt gerade eine Mauer. Ihr seht das hier. Auch das ist wieder so ein bisschen kleiner Overkill, ne? Würde ich mal so sagen. Ganz, ganz tolle Taktik. Also ich habe jetzt schon vorgebaut und werd sicherlich mal so einen Angriff, ich werde ihn einfach mal kopieren, man muss ja auch mal ein bisschen was probieren, natürlich muss auch immer die Base muss dazu passen und ich hatte ja eben gesagt, wenn man jetzt Max Helden hat, so wie die Kollegen hier von Plemplem das natürlich hatten, oder mit Masse hatten, kannst du das natürlich auch auf Max Bases machen, ist die Base vielleicht nicht ganz so stark, eine Rathaus 10er Base, so als Beginner, Rathaus 10, 240 Truppen hast du schon, dann geht das sicherlich auch mit kleineren Helden, 6er Loons haben wir sowieso schon aus dem Rathaus 9 Bereich dazu bekommen und es geht ja auch in Slammer, klar, bei Rathaus 10 rein, also das ist schon eine Kombi, muss ich sagen, sehr, sehr schick. Und das Witzige war, also es gibt ja immer eine Story, es gibt immer eine Story dahinter, wir haben ja gegen Plemplem gespielt, so muss man es noch sagen, und wir haben 70-65 gegen Plemplem gewonnen und ganz, ganz fair, muss ich sagen, hatte ich vorher schon Discord-Kontakt mit jemandem, der geschrieben hat, ja, Toto, danke für das Video von der GML und so weiter, fand ich super, super nett. Und da wussten wir aber schon, dass wir ja auch gegeneinander spielen, da hieß es erstmal viel Erfolg, da war der CK noch voll am Gange. Und danach ist der Hashtag uns abgesprungen und ich habe dann denjenigen gefragt, sag mal, habt ihr nicht vielleicht einen 10er hier für die CWL? Denn mir fehlt jetzt einer für einen 30er. Also wir sind zwar 31, aber einer ist noch im Urlaub und deswegen brauchte ich 30 Leute mehr nicht. Ich will jetzt nicht ganz so viele Ersatzspieler reinbekommen und habe den Prinz, wo ist er? Prinz, wie heißt er? Duncan. Der ist hier jetzt auch nicht mehr im Clan, das ist das Witzige. Dustin. Der ist hier nicht mehr im Clan, der ist nämlich jetzt beim Clan Herausforderer. Er ist hier mit seinem 10er reingekommen, das fand ich ultra, ultra nett, muss ich sagen. So helfen sich hier die Clans, so helfen sich so ein bisschen die Clasher. Und deswegen alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Er hockt jetzt bei uns und ist jetzt auch in der CWL mit drin. Und wird da wahrscheinlich einen Hit-Up machen. Das heißt also, Hit-Up ist immer, du gehst eine Rathausstufe höher. Er ist ja ein Rathaus 10. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Hier unten ist er neu. Und er wird sicherlich jetzt in der Liga, kurzer Sprung mal in der Liga, wird er sicherlich irgendwo einen Elfer machen oder so auf zwei Sterne. Mal sehen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die erste Begegnung habt ihr vielleicht gestern im Livestream gesehen. Ist ein bisschen mau für uns. 13, 12er gegen 3, 12er müssen wir hier anstinken. Wir kriegen das irgendwie gebacken. Ich bin sicher, dass hier alle Leute die bestmöglichen Sterne holen, aber ich stürze mich jetzt erstmal auf mein Tablet und auch genau diese Angriffsstrategie einmal mit meinem etwas kleineren 10er nachzuholen. So, es hat jetzt echt mal wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis man den passenden Gegner findet. Also das Einfachste ist, wenn ihr eure Teammates fragt nach einer Friendly Challenge, glaube ich, so ist es das Einfachste. Denn ich habe jetzt echt lange gesucht, so eine Base, die so ein bisschen dazu passt. Ich gucke mal, wie das funktioniert. Und ja, ich lasse mich jetzt wirklich mal überraschen. Also, hauen wir mal einen Sack hier. Und dann ziehen wir hier die Queen raus. Mal gucken, ob ich irgendwo überhaupt hier reinfunneln kann, sodass ich hier
dann in die Base komme, keine Ahnung. Ich muss dafür den Sprung setzen. Und dafür muss allerdings auch so ein bisschen mehr weg sein hier. Sodass meine Queen dann auch irgendwo reinjumpt. So, dann gehe ich jetzt mal mit dem King hier voran. Dass die Queen hier jetzt weiter Richtung Base marschieren kann. Da ist sie schon drin, jawohl. Und der hat auch Clanburg für uns. Wunderbar, der hat auch Clanburg für uns. Das ist natürlich super. Das ist spitze. Einmal, ich doppelgifte den mal. Ich glaube, das ist an der Stelle das Sinnvollste im Moment. So, dann kann unsere Queen jetzt noch so ein bisschen weitergehen. Und zack, da geht's rein, jawohl. Und da außen ist noch mein King. Da kann ich jetzt, ich kann immer noch nicht wirklich was setzen, muss ich mal so sagen. Aber ich fange hier jetzt schon mal mit dem Slammer an. Ich glaube, den können wir mal hier setzen. Und, oh, eieieiei. Das habe ich gerade verpeilt, den Slammer. Denn, den habe ich echt verpennt, muss ich mal so sagen. Den habe ich verballert. Okay, den Slammer habe ich leider verballert. Die Luftabwehr da muss noch weg. Und mal sehen. Okay. Toto, du musst noch was nachholen. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, das ist trotzdem eine coole Kombi hier. So will ich das mal besagen. Wir haben hier in jedem Fall das Rathaus bekommen. Da geht jetzt erst die Luftabwehr weg. Okay, und einmal hier noch den gesetzt, den Magier da schnell hinterher, aber ich denke mal, meine Queen wird das nicht ganz schaffen und auch die kleinen Babys, sie werden das nicht schaffen. Okay, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Naja, ist aber nicht so schlimm, dafür ist sowas ja da und ich baue die Truppe einfach nochmal nach, aber es ist schon eine coole Kombi, glaube ich. Auch hier bin ich ja, ich bin relativ weit gekommen, vielleicht muss der Queen Charge noch ein bisschen besser werden oder aber ich muss ein bisschen mehr mitnehmen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch die Wutzauber habe ich eigentlich ganz, ganz gut geworfen. Lediglich auf die Queen. Aber wir hatten relativ normale, realistische Base hinter uns. Also eine Queen, Clanburg-Truppen, passt in etwa alles. Die Koordination ist noch nicht so gut. Okay, ich baue aber die exakte Truppe einfach mal nach und übe da sicherlich noch ein bisschen mit. Wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, auch aus diesem Clan, denn der Clan Spätzle mit Soße, ich bin jetzt eben mal da reingesprungen, hat jetzt endlich seinen Gegner gefunden. Es hat jetzt fast zwei Tage gedauert. Wir suchten seit dem ersten Abend hier einen Gegner, haben dann die Suche abgebrochen, beziehungsweise die Suche ist abgebrochen. Jetzt haben wir aber endlich einen Gegner und jetzt geht es auch in 23 Stunden hier los. Aber wenn ihr ein bisschen CK sehen wollt, dann guckt heute Abend einfach wieder auf Twitch TV vorbei. Um circa 21 Uhr, so geht's los. Der Link ist unten in der Beschreibung drin. Oder aber https twitch.tv/totoclash, glaube ich, findet man auch. Da findet ihr auch einen Planer, wann ich eigentlich mal so live bin. Ich bin im Juli ja so ein bisschen öfter für euch live da. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ist absolut kostenlos, auch dort auf Twitch TV. Und dann seht ihr von den Spätzles oder ihr seht vielleicht dann meinen Hit-Up oder meinen Dreisterner mit dieser Kombi hier. Da lasst euch überraschen. Also wenn ihr dabei seid, würde mich das sehr, sehr freuen. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, bis in freshen Folgen, euer Toto. Flasht.